Psychopathen findet man heutzutage genug, mehr als genug und ehrlich gesagt doch mehr, als man ansatzweise suchen würde. Aber wenn man coole Psychopathen suchen möchte, dann findet man die in dem Film Seven Psychos. Zudem gibt's ebenfalls mehrere Steelbook-Auflagen. Eine ist dann noch in England exklusiv bei Zavi erschienen, hat allerdings, finde ich, ein Cover-Artwork, das fast noch hässlicher ist als das des deutschen Steelbooks. Und das ist fast schon eine Kunst. Das ist nämlich wirklich eines der schiersten Steelbooks, die ich jemals gesehen habe. Verschandelt auf dem Frontcover komplett durch den blauen Blu-ray-Banner, der sich noch dazu herrlich mit diesem grünlichen Artwork grundsätzlich schlägt. Unten dann auch noch die Cast and Crew-Informationen, eine lieblose Photoshop-Collage von den Charakteren und der Filmtitel. Mehr als Texte ist hier nicht zu finden. Der metallische Steelbook-Effekt kommt zwar durch das Kotz- und Giftgrüne im Hintergrund relativ schön durch. Insgesamt ist das allerdings ein Artwork, wo mir wirklich, wirklich das Frühstück hochkommt. Vor allem, wenn das dann auch noch ein Steelbook ist, wo das Backcover einerseits mit diesen alten quasi Euro-Video-Schriftzügen ganz, ganz lieblos erscheinend, diesen selben Stil noch dazu beibehält. Hier zwar die Schriften ganz nett lesbar sind, aber ansonsten auch hier absolutes, liebloses 0815-Design, das ich persönlich einfach nur peinlich finde. Wo ich es echt schade finde, dass ein derartig großartiger Film eine derartig furchtbare Blu-ray-Auflage spendiert bekommen hat. Wobei ich hier DCM für den deutschen Release gar nicht einmal die einzige Schuld geben möchte, weil eben das UK-Steelbook auch um wirklich eigentlich gar nichts besser aussieht. Was das UK-Steelbook allerdings nur besser machen kann, ist das Innenartwork. Bist du deppert, ist das schier. Bist du deppert, ist das uninteressant, uninspiriert und hässlich. Ja, es ist ganz fein, wenn wenn der Shih-Tzu hier drauf ist, aber dann auf die andere Seite einfach wieder nur den Filmtitel knallen, heißt für mich so viel wie, es tut mir leid, es ist mir nichts Besseres eingefallen. Das Ganze dann noch dazu in Schwarz-Weiß, einfach auf den silbernen Untergrund von dem Steelbook knallen, ist etwas, das fürs Innendesign von einem Steelbook einfach nur lieblos erscheint. Das ist wirklich eines der lieblosesten, 0815, uninspiriertesten, hässlichsten Steelbooks, die ich in meiner Sammlung habe, wo man sich einerseits schon ein bisschen dafür genieren muss, dass man es überhaupt hat, aber der Film an sich hat mir gut genug gefallen, um ihn sogar in dieser Version in meiner Sammlung zu rechtfertigen.